So Leute, heute wollte ich euch diese Schrauben hier zeigen. So sehen die aus. Die sind auch mit diesem Edelstahl, das heißt, sie sind rostfrei. Und ja, also die sind hier, diese drei, die sind alle gleich lang, gleich dick und so. Also die sind komplett gleich. Und ja, also eine davon zeige ich, weil die sowieso alle gleich sind. Es lohnt sich dann auch nicht, direkt alle zu zeigen. Ja, also so sieht sie von oben aus. Also so sieht die von oben aus. Die hat als Logo von dem Kopf da oben so eine Krone. Keine Ahnung, was sie bedeutet. Ich glaube, die Marke oder sowas. Und dann steht da noch A2. Ich glaube, A2 ist irgendwas mit dem Kreuz oder mit der Dicke von der Schraube oder irgendwie sowas halt. Und ja, unscharf gerade. Und ja, also so sieht die auf jeden Fall aus. Mit Vollgewinde. Mit normaler Gewinde. Ist schon relativ spitz auch. Und ja, ohne Fräsrippen. Sieht man ja, ne? Ohne Fräsrippen. Das heißt, die wird dann nicht ganz. Also, keine Ahnung, aber das sind halt einfach ganz normale Schrauben, die man halt kennt. Nur in Edelstahl. Und ja, an der Gewinde ist auch nichts Besonderes so. Und, ja, ist halt so ein ganz normaler Kreuz. Ich würde jetzt sagen, von der Länge entweder 45er oder 50er. Ich weiß sogar nicht, ob es 50er Länge von der Schraube gibt, aber ich glaube schon. Und, ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Überall. Ja. Das war's dann mit dem Video. Falls es euch gefallen hat oder einfach so, Support, like das Video und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal hier unten. Ist kostenlos und wenn ihr wollt, aktiviert auch noch die Glocke. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.